Die Coronavirus-Krise hat die Europäische Union in Bedrängnis gebracht und deutlich gemacht, dass sie nichts weiter als ein reaktionäres Abkommen zwischen den verschiedenen imperialistischen Staaten ist, die wieder einmal als die eigentlichen Vorstände ihrer jeweiligen Kapitalistinnen aufgetreten sind. Jeder Staat hat Maßnahmen ohne die geringste Koordination und Zusammenarbeit ergriffen. Deutschland und Frankreich gingen so weit, im schlimmsten Moment des gesundheitlichen Zusammenbruchs in Italien und im spanischen Staat den Export von Beatmungsgeräten und anderen medizinischen Geräten zu verbieten. Die Achse des Nordens mit Deutschland und den Niederlanden an der Spitze will wie schon 2008 diese Krise nutzen, um ihre Position auf Kosten der Leiden der ArbeiterInnen und der Massen des Südens Europas zu stärken. Die Regierungen Italiens oder des spanischen Staates fordern Corona-Bonds oder die Verallgemeinerung der Schulden, um nicht uns zu retten, sondern um die italienischen und spanischen KapitalistInnen. Diese neue Krise trifft die EU nach dem Brexit und mitten in einer Entwicklung starker nationalistischer Tendenzen, die von der extremen Rechten kapitalisiert werden. Diese reaktionären Tendenzen werden durch eine jahrelange Austeritätspolitik unter Führung der Troika erzeugt und verstärken sich wegen des institutionellen Rassismus der Regierungen gegen die Geflüchteten, die sie weiterhin zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken lassen, sie in Unterkünften wie hier im spanischen Staat einsperren oder in Geflüchtetenlagern in Griechenland unter elenden und ungesunden Bedingungen. Eine Reform der EU des Kapitals ist nicht möglich. Aber weder der rechtsextreme Nationalismus noch ein linker Nationalismus sind eine Alternative. Sie wollen uns auf die alten nationalen Rahmen begrenzen. Das Scheitern der imperialistischen EU lässt die Notwendigkeit wieder aufleben, dass die Arbeiterinnenklasse des Kontinents für ein Europa der Arbeiterinnen und Massen kämpfen muss. Gegen das Europa des Kapitals kämpfen wir für die sozialistischen Vereinigten Staaten von Europa. Der spanische Staat wurde zu einem der Epizentren der Gesundheitskrise. Wir haben gesehen, wie zuerst die Krankenhäuser und dann die Leichenhallen kollabierten. Die Regierung handelte verspätet, führte keine massiven Tests durch, auch heute noch nicht, und verschweigt die tatsächliche Zahl der Todesopfer, die aber Schätzungen zufolge weit über 30.000 liegt. Es war nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe. Wir erleben ein soziales Verbrechen. Ein soziales Verbrechen, für das die Regierungen der Partido Popular und der Sozialistischen Partei verantwortlich sind. Die ganze Teile des Gesundheitssystems oder der Altenheime privatisiert und das Gesundheitsbudget im letzten Jahrzehnt um 20 Milliarden gekürzt haben. Ein soziales Verbrechen, für das auch die sogenannte fortschrittliche Regierung der PSOE und Unidas Podemos und alle Regionalregierungen verantwortlich sind. In all dieser Zeit wurden weder elementare Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel eine wirksame und entschädigungslose staatliche Übernahme der privaten Gesundheitsfürsorge, in der tausende Intensivbetten im schlimmsten Moment der Krise zur Verfügung standen. Noch wurde vorgeschlagen, in alle Industriezweige einzugreifen, die auf die Herstellung von Schutzausrüstung oder Beatmungsgeräten umgestellt werden könnten. Dies ist eine katastrophale Antwort auf die Gesundheitskrise, die auch mit dem Versuch einherging, der Armee und der Polizei neues Prestige zu verleihen, die unsere Straßen militarisierten und den Föderalismus weiter einschränken. So nutzt die Regierung die Situation, um ihre Position gegenüber Katalonien und den demokratischen Bestrebungen des katalanischen Volkes nach Selbstbestimmung zu stärken, das im vergangenen Oktober eine Reihe von Protesten und Straßenschlachten durchführte, die die Legitimität des Regimes erneut infrage stellten. Auf diese gesundheitliche Katastrophe folgt nun eine wirtschaftliche und soziale Krise, wie sie es seit dem Ende des spanischen Bürgerkriegs nicht mehr gegeben hat. Es gibt 4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, 1 Million Entlassungen, 1,5 Millionen Selbstständige ohne Arbeit, Hunderttausende von KleinunternehmerInnen im Ruin. Angesichts dessen bietet die Regierung nur geringe Subventionen an, während sie die millionenschweren Gewinne der größten Unternehmen und großen Vermögen noch nicht antasten. Die Banken erhielten in einer präventiven Rettungsaktion nicht weniger als 100 Millionen Euro in Form von Garantien, alles finanziert mit mehr öffentlichen Schulden, die die Zukunft der neuen Generation mit Kürzungen in den nächsten Jahren belasten. Und dieser neue Rettungsplan für die KapitalistInnen wird wieder von einer Regierung der sozialliberalen PSOE angewandt, wie in der Krise von 2008. Aber dieses Mal zusammen mit Podemos, einer Linken, die sich als neu präsentierte, aber die alte Strategie zur Reform des Kapitalismus besitzt. Heute sehen Tausende, wie diejenigen, die seit ihrer Gründung die Kürzung von 2008 angefochten haben, an der Spitze noch schlimmere Anpassungsmaßnahmen stehen. Weil sie Teil einer Regierung der viertgrößten europäischen imperialistischen Macht wurden, also die Anwältin ihrer multinationalen Konzerne, die den Reichtum unserer Geschwister in Lateinamerika und anderen Kontinenten ausbeuten. Podemos hat beschlossen, eine seiner Majestät loyale Partei zu sein, die der reaktionären monarchistischen Institution Tribut zollt, von der inmitten dieser Krise neue Korruptionsfälle bekannt wurden. Die Corona hat uns Millionen und Abermillionen weggenommen, die heute für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind.
Aber es sind viele, die mit Misstrauen auf die Linke schauen, die kapitalistische Geschäfte verwaltet. Wie unser Genosse Asier, ein Delegierter von Telepizza, sagte, machen viele prekäre ArbeiterInnen die Regierung für ihre Komplizenschaft mit den Unternehmen verantwortlich, weil sie den Chefs erlaubte, sie dazu zu zwingen, ohne Hygienemaßnahmen weiterzuarbeiten. Die Telepizza-ArbeiterInnen sind ein Beispiel. Sie haben sich gegen die fehlenden Maßnahmen erhoben. Sie haben gegen die Repression des Unternehmens gestreikt und fordern, dass diese großen Ketten unter die Kontrolle der Belegschaft eingestellt werden, um nicht mehr Müll zu verkaufen und den Geldbeutel der Bosse zu füllen, sondern der am stärksten von der Krise betroffenen Familien qualitativ hochwertige Lebensmittel zu garantieren. Die Regierungsbeteiligung von Podemos und Izquierda Unida, die von der Kommunistischen Partei Spaniens angeführt wird, ist die Bestätigung des politischen Bankrotts dieser reformistischen Linken, die uns nur die gleichen arbeitendenfeindlichen Pläne anbieten können, um uns für die Krise zahlen zu lassen, wie wir bereits in Griechenland mit der Regierung von Syriza gesehen haben. Um der wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe, die die Kapitalisten für uns vorbereiten, entgegentreten zu können, ist es daher notwendig, eine andere Linke aufzubauen, eine revolutionäre Linke der Arbeiterklasse, die sich radikal gegen die Illusion stellt, dass es möglich ist, die Bosse und die Märkte durch die Verwaltung des kapitalistischen Staates einzuschränken. Eine Linke der Arbeiterklasse, der Frauen und der Jugend, unabhängig von allen Parteien der Bosse, die ein Programm vorschlägt, um die Kapitalisten für die Krise bezahlen zu lassen. Von der CRT schlagen wir den Gruppen der extrem Linken des spanischen Staates, die diese Perspektive teilen, vor, dass wir in der Krise mit einem gemeinsamen Programm intervenieren und die Diskussion darüber eröffnen, wie wir vorankommen können, eine einheitliche Partei der revolutionären Linken auf die Beine zu stellen. Ein Pol der revolutionären, klassenunabhängigen Linken, der Organisationen wie Anticapitalistas, die gerade mit Podemos gebrochen haben, oder die CUP, der katalanischen Pro-Unabhängigkeitslinken, aufruft, endgültig mit allen Illusionen in die Führung des imperialistischen spanischen Staates oder des Bündnisses mit der katalanischen nationalistischen Bourgeoisie zu brechen. Denn wir befinden uns in einer Krise, in der es keinen Raum für Zwischenlösungen gibt. Entweder zwingen uns die Kapitalisten ihr Programm auf, um den Staat, seine Unternehmen und seine Profite zu retten, oder wir als Arbeiterklasse und arme Massen zwingen unser Programm auf, das auf der Enteignung der EnteignerInnen beruht, um auf den Ruinen der verkommenen Demokratie für reiche, echte ArbeiterInnen-Republiken aufzubauen.